Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute fangen wir mit was Neuem sozusagen an, und zwar dem DOM, dem Document Object Model. Das hört sich erstmal mega kompliziert an, ist aber eigentlich total einfach. Und zwar, es geht darum, dass wir mit unserem JavaScript-Code natürlich auch auf unsere HTML- bzw. CSS-Objekte zugreifen wollen. Das heißt, wir wollen nicht nur irgendwelche komischen Fakultäten berechnen, die dann beim Klicken auf eine Überschrift ausgeführt werden, was ja irgendwie ein bisschen sinnfrei ist, sondern wir wollen auch zum Beispiel auf irgendwelche Elemente zugreifen, zum Beispiel den Inhalt unserer Headline verändern oder, was dann vielleicht ein bisschen sinnvoller ist, wenn ihr eine Form, die ihr in PHP oder sowas geschrieben habt, validiert, dann könnt ihr das direkt mit JavaScript machen, und zwar lest ihr einfach diese Form aus und schreibt dann nebendran zum Beispiel, wenn das jetzt unsere Form ist, schreibt ihr hier nebendran ungültig, weil schwaches Passwort oder sowas. Ihr kennt es sicher aus anderen Webseiten, das wird sehr häufig gemacht. Und genau darum geht es heute. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr, was ich euch über die Sprache JavaScript noch zeigen möchte, aber das DOM ist irgendwie extrem viel wichtiger als zum Beispiel Objekte oder Objektorientierung in JavaScript. Wir werden es noch machen, keine Sorge, aber ich wollte jetzt zuerst einmal euch das hier zeigen. Okay, das ist auch ein bisschen nasser noch gleichzeitig, also ein bisschen nicht so trocken wie Objektorientierung, deswegen ja, gleich mehr Anwendung. Okay, fangen wir direkt mal an, und zwar, wir brauchen natürlich unseren JavaScript-Code. Der ist hier ein bisschen sinnfrei, aber wir machen natürlich noch ein bisschen Sinn dahinter. Ich werde jetzt allerdings hier wieder hier drin schreiben, weil ich es einfach kann. Keine Ahnung, einfach so. Und sage hier unten unter meinem Div, also innerhalb von meinem Body-Tag noch, sage ich Script. Genau so. Und hier drin sage ich jetzt ganz einfach Document. Das ist sozusagen ein neuer Magic Word sozusagen, das euch JavaScript zur Verfügung stellt. Document bezieht sich auf euer komplettes Dokument hier. Das heißt, ihr habt jetzt euer komplettes HTML-Dokument in der Hand und könnt darauf jetzt verschiedene Funktionen ausführen. Eine extrem wichtige Funktion, die mir jetzt hier gar nicht vorgeschlagen wird, ist getElementById. Achtung, das hintere D ist klein geschrieben. Und jetzt gebe ich hier einfach meine ID ein, zum Beispiel sage ich, ich hätte gern Headline. Okay, naja gut, dann schreiben wir jetzt einfach mal hier Headline rein. Achtung, das ist dieselbe ID, die hier steht. Die müssen wirklich 1:1 dasselbe sein. Ich brauche hier auch keinen Punkt für die Klassen oder Hashtag für die IDs, wie in CSS. Da habe ich das ja immer mal wieder gebraucht. Hier brauche ich tatsächlich einfach nur den Namen von meiner ID. Und der muss da rein in die Funktion getElementById. Und diese Funktion wird auf dem Document ausgeführt. So ein kleines bisschen Objektorientierung ist doch schon dabei. Okay, und jetzt habe ich hier meine Headline H1 in der Hand. Jetzt kann ich auf dieser Headline irgendwelche Sachen machen, irgendwelche coolen Sachen. Zum Beispiel kann ich sagen, ich hätte gerne, dass jetzt eine andere Überschrift da steht. Also ihr seht, hier steht bislang noch eine Überschrift. Wenn ich jetzt hier mein Punkt inner HTML ändere, zum Beispiel einfach auf dynamisch und hinten dran mein Semikolon schreibe, dann das ganze Ding ausführe. Achtung, hier steht noch eine Überschrift und ich habe es hier oben nicht geändert. Ich habe einfach gar nichts gemacht, außer diesen JavaScript-Code eingefügt. Jetzt steht hier plötzlich dynamisch. Mega geil, oder? Das heißt, es wird tatsächlich erst eine Überschrift geladen und dann wird hier plötzlich dynamisch angezeigt. Und wenn ich hier draufklicke, dann bleibt meine Funktion, die mir die Fakultät von irgendwas berechnet, immer noch erhalten. Das ist ziemlich geil, und das will ich natürlich häufig machen. Natürlich möchte ich nicht so braindead einfach hier was auf dynamisch setzen. Das macht nämlich irgendwie wenig Sinn. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Funktion habe, die mir das Ganze auf dynamisch setzt, das heißt zum Beispiel, ich mache das hier, was wir hier gerade gemacht haben, in meine Funktion rein. Jetzt gehe ich doch wieder rüber in das andere Skript und mache das hier. So. Und das raus. Da brauchen wir auch keinen. Die nennen wir einfach mal anders. Meine Funktion. Und hier muss auch nichts rein. So. Ich schreibe nur gerade ein bisschen um, weil das mit Fakultät nichts mehr zu tun hat. So. Meine Funktion wird jetzt aufgerufen, wenn ich hier auf diese Überschrift draufklicke. Das heißt, ich lade das Ganze, hier steht eine Überschrift und jetzt klicke ich hier drauf und plötzlich wird die Überschrift zu dynamisch. Das ist ziemlich cool. Das heißt, ich kann sozusagen zur Laufzeit durch den Klick oder durch irgendwelche anderen Events kann ich meine Überschrift oder generell alles innere HTML verändern.
Und das ist quasi der Sinn von diesem Document Object Model, dass ich auf meinem ganzen Dokument hier alles ändern kann. Ich kann jetzt auch zum Beispiel sagen, ich möchte meinen Hintergrund auf blau setzen, wenn ich auf diese Überschrift klicke. Das mache ich zum Beispiel, indem ich hier auf mein Body zugreife, also ich will ja den kompletten Hintergrund verändern. Das mache ich also, indem ich auch wieder auf mein Document zugreife und deswegen brauchen wir hier diese eingerückte Struktur. Wir sehen, unser Document ist ganz außen. Das heißt, ich brauche erstmal mein Document und dann kann ich auf mein Body zugreifen. Mein Body ist mein normales Ding, was angezeigt wird. Und hier möchte ich jetzt den Hintergrund setzen. Das heißt, ich sage, okay, der Hintergrund ist ein Style. Also erstmal den Body holen, Punkt Body. Und jetzt möchte ich einen Style verändern. Das heißt, ich sage hier, okay, ich möchte irgendwas, was mit CSS zu tun hat, möchte ich verändern, also Style. Punkt. Und jetzt, wie heißt mein Style? Naja, wie würde ich es dann in CSS nennen? Jetzt solltet ihr natürlich CSS kennen, deswegen würde ich euch die Reihe natürlich stark empfehlen. Gibt es in den Infokarten, müsste ich da eigentlich reinpacken, wie jedes Mal. Okay, also Style und ich möchte Background verändern. Background. So, und hier sage ich jetzt ganz einfach, okay, ich möchte ihn auf die Farbe blau setzen, also blue, und schon sind wir fertig. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Seite neu lade und hier auf diese Überschrift klicke, dann wird plötzlich mein ganzer Hintergrund blau. Jetzt sieht es natürlich mit dem Schatten ein bisschen doof aus und so weiter, aber ich meine, so blau möchte man eh eigentlich keinen Hintergrund haben, deswegen war jetzt nur zu Demonstrationszwecken ganz praktisch. Genau, es gibt hier haufenweise Möglichkeiten, wie ihr hier irgendwie drauf zugreifen könnt. Das soll jetzt nur so eine kleine Einführung sein, was ihr so mal direkt benutzen könnt. Nächstes Mal geht es dann weiter, wie wir hier eben mit diesen ganzen Methoden und so weiter noch auf mehr und auf genauere oder andere Elemente anders zugreifen können. Verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege und einfach alles. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.